Hey Leute, willkommen zurück zum Diebessimulator. Danke fürs Einschalten und auch danke für die ganzen Kommentare, wenn ich noch alles hier beklauen soll. Das ist sehr nett von euch, dass ihr mir das schreibt. Das zeigt ja immer so ein bisschen, wo die Sympathien liegen, nicht wahr? Ja, ich wollte mal ganz kurz einsteigen. Ich war jetzt hier schon in der 104. Das sind übrigens nicht die Jones, das ist Corrupted und Zeph, die wohnen hier. Da will ich jetzt nochmal rein und danach gehen wir rüber zu Hand of Blood. Der wohnt nämlich hier, der Max. Ja, habt ihr jetzt nicht gewusst, aber es ist so. Und ich weiß nicht, wer mit ihm zusammen wohnt. Vielleicht der Kutscher, ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall, hier haben wir noch was zu tun. Wir müssen noch Fenster kaputt machen. Und ja, ist ein bisschen schwierig. Es ist nämlich immer jemand da, so wie es aussieht hier bei den beiden. Da macht einer die ganze Zeit schön sich einen faulen Lenz zu Hause und einer geht arbeiten. So, warte mal, welche Uhrzeit war das jetzt? Irgendwann mittags. 8 Uhr morgens sogar. Ja, vielleicht geht der Zeph arbeiten, ich weiß es nicht, oder Corrupted. Einer von beiden wird das schon machen. So, perfekt. Und jetzt gehen wir rüber und hoffen, dass wir noch ein paar gute Sachen einstecken können. Denn wir brauchen noch ein bisschen Geld für den automatischen Schlossknacker. Lalala, lalala. Ja, bevor uns jemand sieht. Zack. Kann sich mal ducken, danke. Da ich nicht sehe, was das Radio jetzt gibt, wenn ich das einstecke. Gut, ich schließe schon wieder die Tür ab. Was sind das für paranoide Leute? Weil letztes Mal haben sie das mitbekommen, dass wir gerade da waren, aber... Tja. So, jetzt mal gucken. Ich muss ein Fenster kaputt machen. Ich habe schon wieder das Telefon da. Wiegt ein bisschen viel, ehrlich gesagt, dafür, dass es so wenig Kohle gibt. Ah, guck mal, liegt noch voll im Bett, das ist schön. Ich will mal ein bisschen weiter umsehen hier im Haus. Liegt hier doch irgendwas Feines? Nee, da ist nichts. Die Gitarre habe ich mir schon gekrallt leider, ist schon weg. Hier war ich noch nicht drin in dem Zimmer. Doch, da war ich auch schon. Ach, verdammt. Das ist schon ausgeräumt, ja? Liegt immer noch da und schläft. Ich gehe mal runter, vielleicht kann ich ja da ein bisschen was wegsnatchen, bevor er aufwacht. Corrupted. Er schläft den ganzen Tag hier, das ist sehr gut. Poster? Nee. Ich glaube, den Teapot kann ich... Oh, die Mikro kann ich verkaufen, glaube ich, sehr gut. Nimm das Geld. Nimm das Geld, danke. Ist da noch ein bisschen was? Nein. Kaputtes Telefon? Wer stellt denn sowas hier? Oh, guck mal, ein Pendulum. Muss ich aufpassen. Mal ganz langsam die Tür zu. Was brauche ich denn jetzt noch alles? Was muss ich hier noch klauen, sag mal? Ich muss eigentlich nur ein Fenster kaputt hauen und dann hau ich ab. Vielleicht haben wir da ja schon genug Kohle für alles andere, wer weiß. Habe ich noch ein Telefon in der Schublade irgendwo? Ganz oben vielleicht, glaube ich, ja? Oh oh, jetzt ist er aufgewacht. Hoffentlich bleibt er jetzt schön unten hier und bewegt sich nicht hier hoch. Ist so eine Kamera nachgefüllt? Nee, natürlich nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht hier. Oh. Ihr müsst doch mal Kram nachfüllen, wenn ich hier war, bitte. Bin ich äußerst unhöflich, sowas. Nee. Da ist auch nichts. Wie gesagt, ich könnte einfach mal ein Fenster einschmeißen. Wird es ja auch schon bringen. Und einen Kerzenhalter. Die feinen Herrschaften hier mit den Kerzenhaltern. Oh. Apfelvase. Da gehört? Nee. Hey. Oh, ein Receiver, oder? Der wiegt 5. Oh oh, ich glaube, jetzt hat sie was gehört. Oder er. Er! Es gibt nicht so viel. 3. Ein Teapot. Eine Mikrowelle. Ein Radio. Wird auch nicht so viel wert sein, ha? Huh? So, das war's. Hey.
Der ist bestimmt nicht kaputt gegangen, der Fernseher. Ups. Warte mal, jetzt brauche ich immer schnell ein paar Steine. Ist da gerade jemand? Oh ne, warte. Kann ich den Fernseher nämlich ganz schnell ins Auto schaffen? Ah, geh schon. Das sieht jetzt keiner. Weil ich habe keinen Scheiß gemacht. Tralala. Ich brauche irgendwo hier einen Stein und den werfe ich dann durch die Scheibe und dann ist das auch erledigt, das Geschäft. So. Komm schon. Wir haben es gleich. Das ist das perfekte Verbrechen, wenn es keiner merkt. Okay. Wo sind hier Steine? Da liegen nämlich manchmal so Steine rum. Habe ich vorhin zumindest welche gesehen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die sind. Oh, da seht man, da wohnt Bibi übrigens. In diesem Palast wohnt Bibi. Und hier könnte vielleicht Gronkh oder Julian Bam oder sonst jemand wohnen. Ich weiß es nicht. Das muss ich erst einmal auskundschaften. Oder ihr sagt es mir einfach. Vielleicht seid ihr ein bisschen ortskundiger als ich. Wer weiß, schreibt es mir gerne in die Comments, wer hier wohnt. Dann werden wir es gemeinsam rausfinden. Ob ich da einen erfolgreichen Raubzug veranstalten kann. Geht's doch nicht. Was sind hier Steine? Komm, scheiß drauf. Will ich hier rein? Wo ist hier eigentlich... Oh, ich wollte schon sagen, warum ist da mit Lockpick? Mach doch jetzt. Ich einfach da hinten irgendwie eine Scheibe kaputt. Das wird dir wohl reichen, hä? Wer für sowas hier Geld ausgibt, ich weiß es nicht. Oh, hier ist ein Stein, seht ihr? Was ich sagte. Jetzt kann ich den nehmen. Schmeiße ich einfach mal eine Scheibe ein. Wie mache ich das? Warte mal. Throw mit E. Oh. Geht das nicht? Warte. Ach komm schon. Ich kenne das nicht. Pass auf. Alter Schwede. Wie weit soll ich denn noch rechts zielen, bitte? Oh! Die Police! Ich habe nichts gemacht! Ich habe nichts gemacht! Ich habe wirklich nichts gemacht! Der Stein ist ganz von alleine dahin geflogen. Jetzt aber flott, komm! Das gibt Gummi! Nice Throwman habe ich bekommen! Schöner Wurfmann! Ah, schnell! Was passiert eigentlich, wenn wir gefangen genommen werden? Das weiß ich noch gar nicht. Das war adrenalintreibend, du. Ja! Kein Stealth-Bonus wahrscheinlich, C-Rating immerhin. Haben wir Level Up? Ja, schon wieder Level Up, geil. So, pass mal auf. So, erstmal den Schlüssel hier verkaufen. Wenn ich was verkaufen kann, ist die Frage. Ja, die Mikrowelle kann ich, glaube ich. In der Küche. Kitchen. Nee, auch nicht. Ein alter Toaster. Was? Kunst? Ach, ein Candle Holder. Ah, guck mal. Eine große Vase. Flower bei... Ah. Oh, Watchman-Gitarre und eine Taylor-Gitarre. Alter Toaster. Ich dachte dir... Oh, siehst du, doch, könnte ich. Damage, U-Phone und nur Mikrowelle. Geil. Was, Hard Drive, habe ich da gesehen? Hard Drive? Hard Drive, Hard Drive. Oh. Drei Festplatten, die habe ich leider verkauft, alle drei. Also, nee, eine habe ich gefunden. Da rappt die im Haus. Einfach mal geklaut, ne. So, mir fehlen echt noch 4 Dollar. What the hell? Da werde ich immer ganz schnell hier flüssig machen. Beim Pawnshop. Was ist denn eigentlich die Story jetzt noch? Da steht keine Story mehr. Welcome back. Welcome back. Oh, sehr geil. Receiver. Und ein Fernseher habe ich auch noch. Guck mal da. Blend dich mal ein bisschen. Geil. Voll die böse Musik an der Kerl. So, und jetzt holen wir uns erstmal schön hier den automatischen Schlossknacker. Das wird der Wahnsinn, Leute. Und dann steigen wir erstmal als nächstes bei Max ein, bei Herrn auf Blatt. Dem Herrn Knabe. Mal sehen, was er davon hält. So, Mini Electric Lockpick kaufen wir mal. Jewelry Tools. Na, das ist nicht so. So, da wohnt er. Nee, da wohnt der Curry und der Tobi. Ach komm. Possible Loot Location. Ein Safe mit Cash drin haben wir noch. Randall Thug. Das China Painting. China Painting. Hier, was haben wir noch? Unter 105. Oha. Haben wir zwei Sachen kaputt zu machen bei Max. Und zwar den TV kaputt machen oder stehlen oder die... Ja, das Skier müssen wir auch kaputt machen. Geil. Einfach alles zerstören, das mag ich ja gerne. So. Nein. Open Safes Use Glass Knife. Krass, dann können wir das nochmal. Disassemble Jewelry with Special Tools. Was können wir hier?
Carry Big Items faster, sehr geil. Und noch mehr Backpack Space. Nehmen wir das. Ich bin schon Level 9. Alter Schwede, wie schnell das geht hier. Jetzt haben wir hier Notes. Ja, guck mal, alles neu, alles frisch. Aber erstmal hier. Bei Max, um 23 Uhr ist er nicht im Haus. Da ziehen sie wahrscheinlich irgendwie in Spandau um die Häuser oder so. Wer weiß. Kann ich halt voll gut ausnutzen jetzt. So, Max. Aber mal sehen, was du so im Haus hast. Der Max ist halt auch so auf dem Boden geblieben. Der macht das nicht, dass er irgendwie so sein Geld verprasst, glaube ich. Er ist ein Guter. Er ist ein Anständiger. Der kauft sich nicht irgendwie eine Villa oder sowas davon wie andere. Wie der Herr Gronkh in Hessen. Nein, das ist halt Schwachsinn. Aber es ist auch ein schönes Haus, was er hat, Herr Gronkh. Ja, ja. Herr Gregor Onk, nicht wahr? Wer es nicht weiß, dass er so heißt. So, also wieder 23 Uhr sind sie außer Haus und habe ich 3 Stunden Zeit, mir das Ganze hier anzusehen. Das ist gut. So, Sleep. Bis 23 Uhr. Ich glaube, als nächstes soll ich mir das Safe knacken. Ich müsste jetzt nämlich wieder 2 Level fast schaffen. Und mit 2 Leveln könnte ich mir das dann leisten, denke ich mal, das Schloss knacken. So, hier ist es. Das Break der TV. Hier Break der Toilet, Steal der TV, sowas. Ach komm schon. Sehr gut. Wie kann Schwein mit jetzt? Muss mich halt nur ein bisschen beeilen. Oh, das brauchen wir alles. Wie geht das? Einfach nur gedrückt halten. Krass. Krass. Das ist das Beste überhaupt. Einfach nur gedrückt halten. Hier ist nichts. Nachts ist halt ein bisschen gefährlicher. Muss man sich etwas mehr beeilen. Break the toilet. Hat er gemerkt, ne? Ist ja auch nicht so laut gewesen. Einfach mal das Scheißhaus. Einfach das Scheißhaus kaputt machen. Aufpassen, dass mich von draußen keiner sieht. Das könnte gefährlich werden. Was haben wir denn hier Schönes? Ich hoffe, ihr seht noch was. Ich sehe nämlich kaum was. Ah, $50. So, so. Wo sind die Schlüpper? Wo sind die Schlüpper? Na? Yeah. Autumn. Da ist das Bild. Der Herbst. Was haben wir denn hier? Ein ebrigsten Brick. Bricks will be shed because of this phone. Aha. Der feine Herr. Wie viele Handys hat er noch hier im Haus rumliegen, sag mal? Auch wieder nix. Ist voll karg eingerichtet hier das Haus, oder? Finde ich ja. Oh, hab's auch Geld, hat er im Regal liegen. Das ist immer gut. Auch nichts. Kopfhörer. Was geben die denn? Weiß ich nicht. Ah. Hab ich schon alles. Ich habe nur viel Zeit. Das ist voll gut. Ich immer hoch in den obersten Stock. Und ich habe nur viel Platz im Rucksack. Ah, was ist das denn? Ein Router. Ein Router-Guter. Oh. Kiss. Oh, guck mal hier. Black and White Vase. Love. War das was wert? Eine Tastatur. Keyboard. Aha. Und mehr Geld. Wie gut, dass ich das so ein bisschen abhebe von dem anderen Kram. Oh, wie viel Geld hier ist. Eieiei, diese YouTuber. Oh, Matti. Geil. Jo, vielleicht noch ein alter Toaster? Der ist ein normaler Toaster. Eine Box. Alles klar, hier kann ich eigentlich runter dann, hä? Bisschen was habe ich noch Zeit. Wicker Vase, nee. Eine weite Vase. Ah, oh, USB-Flash, sehr schön. Ach, Brett. Hallig-Vase. War die auch was wert? Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, schmeiß runter das Ding. Oh, ich muss nochmal neu knacken. Was ist das für ein Scheiß? Oh,
Oh nein. Oh nein. Oh shit. Die kommen. Oh, ich renn weg mit dem Fernseher. Das wird nichts. Oh. Ich steck mich jetzt irgendwo hier in der Pampa. Die kriegen mich nicht. Ich sag euch. Burglary. Oh nein. Oh nein. Ich setz mich in den Busch. Die kriegen mich nicht, die Schweine. Ihr kriegt mich nicht. Verpisst euch. Der Max hat gesagt, das ist okay. Oh, die fahren wieder. Oh. Verpisst euch. Wir haben die mich bemerkt. War ich zu langsam, ja? Das ist schon ein starkes Stück, du. Wo ist der Fernseher? Ich hab den irgendwie hingeworfen. Da ist er. Sachen krallen und weg hier. Nein! Doing something shady. Ich mach nichts shady hier. Bin damit. Der Max hat gesagt, ich kann mir den mal leihen, den Fernseher. Danke. Oh, da kommt sie schon wieder. Uiuiui. Das ist ein bisschen einfach hier, oder nicht? Wenn das so einfach wäre, wäre ich auch ein Dieb. Ich sag, oh, natürlich bin ich Dieb, weil es so einfach ist. Es gibt keinen anderen Grund. Ah, oh, wie schön. Wahrscheinlich Stealth Bonus 0. Ja, natürlich. Immerhin C. Ich hab den Fernseher dabei. Oh, mein Gott. Ich hab nicht genug Geld. Warte mal, ich werde mal gucken, ob ich was verkaufen kann. Heide Witzka, meine Fresse, du. Oh Gott. Ah ne, den habe ich doch. Den Lockpick habe ich ja gekauft. So, die Vase haben wir. Electronics, fehlt immer noch was. Other. Oh je. Tenant Routines. Die Taylors. Ne, die 108. Das sind nicht die Taylors. Das müsst ihr mir noch sagen, wer das ist. Ich weiß es gar nicht. Oh, sehr geil, Leute. Die kaufen wir einfach mal so ganz frech weg. Jetzt habe ich nur noch 200 Dollar. Es ist halt immer so ein bisschen hin und her, ne? Beth? Ja, der Fernseher, den soll ich doch beim... Soll ich den nicht beim Dings verkaufen? Beim Pawn Shop. So. Alles klar. Schauen wir mal. Guten Tag. Welcome back. So. Jetzt gar nicht so viel. Alles klar. Wo habe ich denn... So, ich guck mal kurz auf meine Notes. Aha, war die noch? Meine Skills sind einfach überragend und ich habe kaum Erfahrungspunkte dafür gekriegt jetzt. Schade. Und hier, Loot. Hier haben wir meine ganzen Sachen, die ich habe. Ein Schlüssel. Warte mal, ich muss da irgendwas bei der 104 noch klauen, oder? Nee, eigentlich nicht. Das habe ich schon gemacht. Was ist denn noch zu erledigen? Lass mal ganz kurz nach Hause fahren. Vielleicht muss ich ja nochmal so ein Schloss knacken. Oder irgendwas halt. Irgendwas muss ich noch machen jetzt. Vielleicht. Sag's immer da. Schön schnell das geht. Oh, ach jetzt. Hey, you know what else ain't broke? Is Greenview 104's windshield. Was? Ich soll ein Autofenster klauen? Nee, break car window. Steal? Ich dachte, break. Okay, ist egal. Ich mach's kaputt. Leute, ich danke euch bis hierhin fürs Zusehen. Ach ja, guck mal hier. Da kann ich was hacken. Vielleicht kann ich da die Telefone dann backlocken oder wie auch immer. Nee, wie nennt man das? Simlocken. Vielleicht kann ich den Simlock entfernen. Wer weiß. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall schon mal. Wäre cool, wenn ihr mir ein Like da lasst und was Nettes schreibt. Auf jeden Fall möchte ich gerne von euch wissen, wer wurde in 107 und 108? Können gerne große YouTuber sein, ist mir wurscht. Und auch kleinere. Ich nehme halt die Leute, die ich ein bisschen kenne vielleicht auch und die ich auch ganz gerne mag. Nicht jetzt irgendwie so große Leute, die bekannt sind, aber die ich nicht mag. Danke auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder zu Thief Simulator. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.